Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piratenschniedel, nie irrigierte Piratenschniedel, immer spritzbereite Piratenschniedel, rasieren wir jeden Morgen. Ja, willkommen zurück zu einer neuen, hochintelligenten, super zivilisierten Folge Jugendsprache mit Kies und Kreis. So, ich painte hier heute noch ein bisschen rum. Heute lernen wir einiges über das Chick-Chasing. Heute teachen wir euch ein bisschen, wie man richtig abchick-chased. Wie man richtig abchick-chased. Kies war gestern hart gehasselhofft. Er musste erstmal krass rebooten heute, aber jetzt ist wieder hart am Start. Warum hängen die alle hier deprimiert in der Ecke rum? Was hast du mit denen wieder gemacht? Ich hab gar gehört, nicht. Ich versuche meinen Finger in Larry reinzustecken. Ich hab versucht, ich wollte, also es ist jetzt eine längere Geschichte, das ist wieder völlig aus dem Kontext. Nee, das hab ich gehört. Oh, Larry, lutsch mal meinem Finger. Und Larry so, ich finde, man kann so mit dem Finger so toll auf die Lamas zeigen. Dieses Lama hier. Aber Larry will keinen Finger Lulu machen. Wie heißt das Lama hier eigentlich? Charles, Alter? Keine Ahnung. Knalls, das Lama. Du weißt schon, dass du tauchen musst, ne? Heute ist eigentlich deine Aufgabe zu dipdiven. Knalls, Balabakle. Weil ich bin randvoll. Also du musst dipdiven und dort irgendwie... Ich bin randvoll, ja, ich habe wichtige instrumentöse Dinge dabei. Ich habe einen Stein gefunden. Ich habe einen Stein in der Hose. Einen länglichen. Langstein. Dr. Langstein ist mein Hausarzt. Kennst du den? Ja, ja. Dr. Langstein. Dr. Langgold. Oh nein, ich habe ja gar nicht genug Sauerstoff. Und schon ist er wieder am Verrecken. Man merkt einfach, dass du ein Amateur bist. Hol da unten alles raus, was du kriegen kannst, Langstein. Da ist nichts Geiles mehr. Ich habe schon alles weggedived. I dived away. Aber hier ist doch irgendwo noch bestimmt so eine Superkiste. Guck mal hier unten, da kannst du doch hin. Gibt's doch bestimmt irgendwas Geiles. Dr. Lee Feldstein. Dr. Lee Feldstein? Ich hab noch jede Menge Mangosamen. Boah, hier unten ist doch noch super viel Metal. Bam. Ja, aber ich hab schon super viel Metal geholt. Wir wollen auch Mangosamen für den Obstgarten. Für das Früchteparadies. Und wenn ich die Taucherflasche auf habe, kann ich meine Kapitänsmütze nicht benutzen. Jo, als unter Wasser muss auch jeder sehen, dass du der Captain bist. Ja, der Hai sieht, oh. Der Hai, der ist irgendwo am anderen Ende des Rafts, für den ist es so weit weg, ja. Er kommt doch eh nie wieder. Ja, was? Ich bin ins Wasser gesprungen, zack, beißt er mich. Ja, weil er dich hasst, Captain, weil du eingebildet auf ihn wirst. Nee, weil ich meine Captainsmütze nicht auf habe. Gerade war ich mit Captainsmütze im Wasser, kein Problem, hat er mich in Ruhe gelassen. Mit Captainsmütze sagt, ohne Captainsmütze sagt er, oh, guck mal da, den Billo. Den werde ich jetzt naschen. Der kann ja nix. Guck mal, du siehst aber auch echt aus wie ein Loser. Hier, nimm mal einen Schluck von meinem guten Juice. Habe ich selbst geschlackert. Hat er da Alter. Na, willst du, hast du keinen Bock drauf? Weißt du, dass dein Turm eigentlich irgendwie unnötig ist, wenn man auf Inseln kommen will? Der ist voll gut. Ja, wann hast du ihn jemals genutzt, um auf eine Insel zu kommen? Ja, gut, der, so weit sind wir noch nicht, weil. Aber irgendwann kommt der Tag. Der Hai ist irgendwie kleiner geworden, kann das sein? Der kommt mir irgendwie weniger Mann-Juicig vor. Der bekommt nicht mehr genug zu essen. So, hier wollten wir was bauen heute, ja, oder? Wie gesagt, der Obstgarten der Befreiung. Da wird die Holzplantage wird da gebaut. Den bauen wir aus Palmen, oder? Mit Palmenkram. Palmen und Schmengos. Ne, ich meine, die Verkleidung außen. Wir haben doch gar keine Ahnung. Ich meine, wir brauchen ja dafür auch jede Menge Fläche erstmal. Na, muss ja auch die irgendwie... Fläche haben wir ja wohl. Ja, haben wir nicht so wirklich. Flächmann. Ja, so noch mehr Fläche, oder was? Rudi Flächmann. Schmuli. Naja, ist ja nur so ein Streifen. Da sind ja gerade mal eins, so zwei, Streifen. Hier kriegen fünf wir ja Felder. Wohl. Ja, aber wenn wir jetzt hier nehmen, ja, weil ich hier da oben ja schon ein bisschen mehr gebildet habe. Dann können wir doch hier locker was hin, Alter. Hier kannst du locker easy peasy was hinbauen. Bilden, meine Güte. Du musst abbilden da oben. Aber das machen wir mit Palmblätterwänden dann, oder? Ich meine, wenn das soll ja so ein bisschen Natur reflektieren, oder? Das wäre ja blöd, wenn das so mit so Holzwänden und ja, dann mach halt, drin die ja, Palmen. Ja, mach halt mit Palmen. Ich habe überlegt, Natur, ob wir vielleicht so mit Foundations arbeiten, deiner Palmenverkleidung und dann so Rampen, dass es so ein bisschen so wie erhöht ist.
Do you understand? So, dass du halt so Dach drumherum baust, sozusagen. Ja, es gibt ja so Rampen, oder? Warte mal, hier. Ja, das Dach. Ist es das Dach? Ja, genau, das Ding hier. Oder das erhöhte Boden-Ding. Ja, erst müsste man erhöhter Boden, dann eine Verkleidung. Ja, genau, das macht man dann mit Rampen. Ja, müssen wir aber richtig viel erhöhter bauen. Und es soll ja am Ende aber trotzdem ein Gebäude werden. Da muss ja auch mal irgendwie eine Wand rum und dann muss ja hoch. Wir wollen ja irgendwie, wir müssen geht das denn? Guck mal, wenn ich jetzt hier einen erhöhten Boden mache, kann ich dann da eine Wand vorsetzen? Du kannst so eine kleine Kinderwand vorsetzen, ja. Also ich könnte so eine Wand davor setzen, theoretisch, ja. Da müsste man aber... Und hier könnte man dann halt so dieses... Aber das... Moment, so rum geht's aber nicht. Das und so meinst du... Ja, aber bloß mit Palme dann. Ja, genau. Dass man irgendwie so mit Palme... Aber wir müssen ja auch mehrere Stockwerke bauen, weil wir irgendwann da wieder connecten wollen mit dem Tunnel. Ja, und dafür gut. Müssen wir 3 Wände hochbauen. Oder sagen wir... Ja, nee, 2 ja. Wände hoch. 2 Wände hoch. Weil wenn du hoch, dann käme man oben drüber quasi mit dem... Aber wie groß ist denn so eine Palme? Weil die ist ja auch nicht hier, so. Die ist schon hier hoch. Steht doch daneben. Ich glaube, die ist 2 Wände mindestens. Ja, also, ich denke, mit 2 Wänden reicht's dann, aber dann bist du schon. Ja, die ist 2 Wände hoch quasi. Da kämst du dann oben drüber auf jeden Fall. Die Frage ist, will man den Palmkram komplett geschlossen haben? Vielleicht sollte man so eine Art Würfel machen. Weißt du, was ich meine? Dass man gar nicht alles wieder mit Wänden. Stangen. Ja, ja, dass man nicht alles so mit Wänden zumacht. So Stangen, vielleicht noch so Eckrahmen dann platzieren. Jedenfalls an die Ecke eine Wand links, eine Wand rechts so. Das ist so eine Art. Ecke ergibt, so ein Akzent. Und dass es aber relativ offen ist, dass man halt schön das Palmenkonstrukt sehen kann. Dann legst halt nicht wieder so zu. Genau, sobald mein Internet wieder connected ist. Ja, Alter. Alter. Ja, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, ja, ich gehört habe ich's, aber trotzdem müssen wir jetzt, dann reiße ich das hier mal eben wieder ab. Also müssen wir vielleicht doch keine Foundations bauen, weil es ja 2 Wände hoch ist. Ja gut, aber wenn wir jetzt so eine Foundation machen und dann 2 Wände, dann wären wir ja quasi 2,5 Wände hoch, oder? Genau, das ist es, ja. Außer wir machen oben... Wäre jetzt auch nicht das Problem, man kann ja eine Treppenstufe in das Ding einbauen. Ja, stimmt, man kann das... Ja gut, mit Foundation wird es halt ein bisschen nobler aussehen, ne? Ja, ja, klar. Gut, dann machen wir einen Foundation-Würfel mit Eckwänden. So, ich muss hier noch ein bisschen Eisen verstärken. Ist halt nur die Frage, wo fangen wir an? Also wo kommt die erste, der erste Boden dann, oder der erste erhöhte Boden? Ja, hier so ungefähr. Die, so zu deinem Turm parallel. Hier so an der Ecke. Oder wir fangen quasi hier an. Wir können auch hier anfangen, weil es wird eh ein größeres Gebäude. Wir können auch hier anfangen. Ja, im Prinzip ist es egal. Man sieht so hier, klack. Ja, klack, 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 klack. Wie viel haben wir denn jetzt? Das hatte ich gar nicht bedacht vorher, dass das geht mit den... Hängst du wieder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Speedbuilding hier. War noch nichts da und dann auf einmal... Drrrt. Kannst du auch auf all diesen Dingern laufen oder ist wieder eins unsichtbar für dich? Ich weiß es noch nicht, das sehen wir dann später, aber noch laufen. Und dann meinst du jetzt hier dann so eine Rampe aus Palmenblättern davor sozusagen? Genau, dass man irgendwie so eine Palmenblätterrampe macht. Dann brauche ich ein halbes, dann brauche ich hier das Dach. Quasi. Quasi so dann. Damit man seinen Bigosch da hin. Den Bigosch. Das gibt halt eine. Ups. Oh, was? Alter, guck mal, ist halt geruckelt und bum 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 baut er einen Turm. Was? Da hinten ist ein Spot, den er noch zerstören kann? Nein! Was? Wie er den sofort findet. Böser Hai. Böser. Hier ist auch noch ein Spot. Kleine, freche Hai. Moment, das hier muss wieder weg. So. Er ist jetzt 9 Felder breit. Wie tief machen wir es dann? 6 oder so? Was braucht denn so eine Palme? Vielleicht erstmal die erste Reihe Ständer bauen. Oder wir machen so ein Ding, dass man jetzt sagt, was weiß ich, wenn du jetzt 6 Reihen nebeneinander machst, oder dass du halt eine ungerade Zahl machst, dass du sozusagen von der Mitte hier so reingehen kannst, weißt du, dann links und rechts Palmen hast, wie so ein Gewächshaus. Ja, deswegen habe ich auch ungerade gemacht, ja, ja.
Aber die Palmen brauchen, glaube ich, nicht nur immer einen Slot. Wenn ich jetzt mal hier so eine platziere, so aus Just for the Lulz. Ja, doch, oder? Nö, das sind zwei oder so, was die beanspruchen. Ja, so anderthalb mäßig. Aber ist ja nicht so schlimm, wenn du jetzt, dann hast du hier die erste Palmenreihe links, wenn du jetzt von hier aus reingehst, weißt du? Dann kann man hier so durch. Soll ich noch ein paar Foundations bauen hier? Warte, ja. Echt, jetzt haben wir erstmal hier, das sind jetzt, ist jetzt eine Zweierreihe. Ja, dann wird es trotzdem ungerade. Dann muss hier noch irgendwie was hin. Das ja, auf jeder Seite von drei hier reingehen. Sind. Kannst du auch von hier sagen, reingehen. Weißt du, was ich meine? Guck mal, wenn du jetzt, wo ich stehe, reingehst. Ja, guck mal, du kannst, von hier könntest du jetzt rein. Ja, ja, aber du kannst es auch hier komplett zumachen. Und dann kann man von hier so reingehen und hat dann links und rechts Palmen. Ja, aber dann müsste ja hier noch eins in die Mitte rein. Ob ich ja noch eins reinquetschen kann? Moment. Das sollte aber gehen, oder? Wenn wir gleich rausfinden. Regen wäre mal geil für die Tiere. Oh, ich muss mal eben hier an die Pinkelrinne gehen und mir Wasser holen. Ja, aber füll sie auch wieder auf. Die sind immer dann komplett leer. Ich brauche ganz dringend Pipi-Spritz. Thunderpiesel. Ich brauche einen ordentlichen Schluck Thunderpiss. Ja, wieso nicht, ne? Zu so einer maulsperrenden Adermann, so ein schönes Thunderpiss ist doch richtig lecker. Dann hätten wir jetzt hier, das ist jetzt eine Reihe. So, eine schöne Reihe. Palmoletten. Palmoletten. Palmolettenkäse. Sie denken, Käse aus Palmenreste könnte nicht schmecken? Richtig, aber trotzdem werden sie ihn kaufen. Palmoletten. Was sind dann jetzt hier schön so ein bisschen... Haben wir überhaupt noch Palmensamen? Weiß ich nicht. Also hier habe ich keinen mehr drin, oder? Doch, nee, Wassermelone. Ah, hier Palme, doch, wir haben noch ein bisschen. Dann hole ich mir mal noch Bretter für mehr Foundations. Ich meine, können wir ja notfalls alles wieder runterrippen. Das ist echt die Wissenschaft. Wo sind denn noch Bretter? Ah, hier sind noch welche. Also, wir machen Palmen und Mangos. Vielleicht machen wir vier Reihen insgesamt. Zwei Reihen Palmen, zwei Reihen Mango. Immer so eine Lücke dazwischen. Ich benässe jetzt schon mal die erste Reihe. Mit meinem Eigenurin und ein wenig Dodo-Milch, weißt du? Das ist so quäckelig zusammen. Darauf stehen die. Da wachsen die richtig schnell. Eigenurin ja, klar. Und Dodo-Milch. Ein wenig Bockspritz noch mit rein. Ein wenig Bockspritz. So, habe ich noch Holz für Foundation? Okay, das kostet auch wieder sau viel Holz, Alter. Ja, das kostet richtig Holz hier, das Bauprojekt jetzt. Und Blätter. Aber wir haben hier noch Kram, Alter. Wir sind hier mega gut bestückt noch. Ja, aber die Netze sind auch komplett leer behangen, ne? Weißt du, was ich meine? Wenn man jetzt so hier reingeht, hätte man dann links eine Reihe oder zwei, je nachdem, ne? Wie weit man es jetzt baut. Naja, wir müssen dann irgendwie auch noch eine Treppe oder sowas am Ende reinsetzen, wo man nach oben kommt, auf die nächste Ebene. Ja, genau. Und dann kommt man nach oben. Und von da aus bauen wir dann wieder eine Bridge. Und die bauen wir dann hier rüber, je nachdem, ob wir hier noch was dazwischen setzen, weiß ich nicht. Ne? Und dann kommt man hier wieder Richtung Lager, Richtung Küche irgendwann. Mhm. Eigentlich ganz geil. Ich brauch nur Planken. Planken ist alles, was ich niede. Die blanken Planken. Ganz andere Scheiß, Kunststoff und so haben wir so viel. Aber man baut hier so ein bisschen rum. Guck mal, es sind schon wieder 13 Minuten. Ja, es geht einfach immer super schnell. Das macht voll süchtig, dieses Spiel. Kranker Scheiß. Das ist richtig hardcore krank. So, warte man hätte, mal. Man hätte jetzt, wenn du jetzt hier noch eine Reihe Palmen machst, auf der rechten Seite hätte man jetzt dann halbwegs symmetrisch, wenn man von hier aus reingeht, links und rechts Palmen. Nee, einen weiter noch, oder? Nee, hier ist dann eine Ach so, Reihe genau, ist hier stimmt. frei. Stimmt, ja. Ja, es muss hier nochmal eine Palmenwand. Eine Palmenwand. Ich hab die Palmenwand gesehen. Ich hab ordentliche Palmenwand. Die hab ich direkt angefasst, ne? Da hat der mich zurückgefasst. Ich hab mich rangerieben, ne?
richtig schön rangerieben. Und da hat der mir einfach ins Auge gespuckt. So, warte mal, da könnte man nämlich theoretisch noch einfach aus designtechnischen Gründen... Das Radio geht mega steil, ne? Es geht mega steil. So, warte, ich brauche noch mehr von diesen... Das geht nicht, weil es anderthalb sind, wo, ne? Wo baut man die denn nochmal? Okay. Hier, die komischen... hier. Scharniere! Nee, das geht leider nicht. Ich bin voll mit Kram. Du brauchst einen Scharnierer. 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 Weil wir das brauchen für Ding. Für diese komischen Palmen-Dings da, Dingens. Du weißt schon halt, die Ständer. Die Palmenständer. Ich bin doch auch fertig mit der Welt. Ich weiß doch auch nicht. Ich hab in meinem Haus einen schönen Schweinekopf. Den mag ich super gerne, weil ich ihn abends stopf. Mit dem Finger und dem Fuß. Ja, und dann kommen hier irgendwann wohl noch Wände hin. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Hier kommen dann so die Eckwände hin. Hier. Also, ach so, ja. Ah, Mist, hier geht's nicht, weil das Ding zu weit vorne ist. Muss ich ein Stück nach innen schieben. Mach ich erst die Wand hin. Ist besser. Ich brauche noch ein Blatt. So. Ich hab noch 200 Dash. 200? Zwei. Ach so. Zwei ich dachte in schon. The Dash. Jetzt haben wir irgendwie auf einmal Blättermangel. Irgendwas fehlt immer am Ende. Ja, dann müssen wir halt wieder eine halbe Stunde raften hier und dann ist wieder voll. Ja, stimmt, Alter. Ich habe im Lager habe ich keine Blätter mehr hier. Ja, in meinem Lager sind noch welche. Hier ist auch noch ein bisschen was. Das ist aber das beste Lied, oder? Alter, wir haben voll die Palmenstraße hier. Ja, ja, ich sag ja, es wird so. Es wird dann so ein Palmenwürfel. Der Palmenwürfel. Der Palmen. Palm und Mango. Wie Mango dann zweite Etage oder was? Nee, Mango würde ich hinten dran setzen, oder? So hier noch eine Reihe, dann kommt Mango. Also das ist jetzt Mango, das hier wird Mango. Bop. Mango? Also wir müssen da hinten nochmal ganz viele Dinge hinsetzen. Alter, hier ist irgendwas mit meinem USB. Düdling, düdling, was war das? Richtig krasser Shit. Hier kommt dann die nächste Big Wave. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Ich habe mal was in der Tasche. Soll ich was rauswerfen? Nee, geht schon. Ich habe eben gerade nochmal einen riesen Packen Holz gefunden. Habe ich meinen Hammer weggeworfen? Ja. So, hier, zack. Dann haben wir nämlich hier schon mal so diesen Rahmen. Oh, das sieht schon ganz cool aus. Ja. Man könnte auch hier dann noch davor irgendwie so ein bisschen Seil oder so platzieren. Ja, und jetzt kommen hier, hast du Mango? Warte, ich gucke. Aber wenn du Mangosamen hast, dann müssen wir da nämlich... gerade wieder. Ich will jetzt keine Kiste öffnen, weil ich warte kurz, bis sich das hier ausgeglitscht hat. Moment. So. Ja, ich wollte warten, bis es sich ausgeglitscht hat, damit ich die Kiste nicht wieder kaputt mache, weißt du? Es wird schon krass, dieses neue Ding, was wir da hinstellen. Was habe ich denn hier? Schwarzer Samen habe ich. Samen von Schwarzen. Ja, du brauchst Mango. Mango habe ich. Mango, ja. Mango. Mango-Samen. Mango-Samen habe ich 7 Stück. Ja, dann kannst du schon mal alle hier reinstecken und dann bewässern. Jetzt also hier in die... Ja, steck dein Mango bitte da rein. Mein Mango. Weil das wird ja die Mango-Reihe. So, Mango ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen nachgegut hier. Weil hier kommen dann die nächsten hin. Da haben wir hier wieder ein Feld zwischen. Und boah, das wird ein riesen Klumpen. Voll der geile Klumpen wird das. Bam. Oh, noch mehr Wasser. Geht's hier nämlich weiter. Dann wird das hier wieder nämlich dann Palmorit. Palmorit.
Mein Opa ist an Palmolit gestorben. Mach da keine Witz. Hatte einen Notfall, dann gab es in der Apotheke kein Palmolit mehr. Mein Opa hatte kein Palmolit mehr, dass er sich ins Zahnfleisch schreiben konnte. Er war jahrelang Hernorin abhängig. Was? Hast du das? Hernorin. Und die ganzen Becken sind wieder leer. Bestellen. Ich habe gerade hier gewässert, deswegen sind die leer. Ordentlich Hernorin. Ordentlich Hernorin reingerieben. Das ist die ordentlich Hernorin gefixt. Sag mal, schwimmen wir eigentlich? Nee, ne? Wir schwimmen doch gar nicht, oder? Ich hab... Doch, oder? Aber ich hab den Anker doch gezogen. Aber die Insel da bewegt sich überhaupt nicht von uns weg. Ich hab keine Ahnung, warte. Die Segel offen? Nee. Anker ist oben. Ich mal... Weil wir uns so langsam bewegen irgendwie. Sind wir zu schwer mittlerweile? Haben wir es mit dem Palmgarten hier übertrieben? Der Palmgarten, der Lust. Bewegen wir uns auf die Insel zu? Kommen wir näher an die Insel ran? Doch, wir bewegen uns, oder? Ja, aber mega langsam irgendwie. Ja doch, jetzt irgendwie doch. Keine Ahnung. Bewegen. Leute, schreibt es in die Kommentare. Bewegen sich Kies und Kreis, ja oder nein? So, ich habe kein Holz mehr. Ich muss Holz holen. Mehr Foundation hier, oder was? Voll krass, Checker, Alter. Ja, wir brauchen noch mehr Foundation. Da war doch noch Holz. Bam, bam. Zack. So, ich habe wieder ein bisschen Latten in der Hose. Aber hier ist irgendwie ein halber versetzt oder so, ne? Kann das sein? Wie meinst du? Ist nicht ganz gerade? Das steht hier vor, guck. Wenn du jetzt von hier guckst, da steht so ein halben vor, weil hier hinten ist noch so ein halben Platz irgendwie. Ja, es ist nicht ganz akkurat. Aber müssen wir alles wieder entfernen. Ach du meine Güte. Das guckt sich doch keiner an, wie wir hier ständig irgendwelchen Kram vor uns hinbauen. Ja, es gibt eh nichts mehr zu tun. Wir haben die Wahl, entweder zu sagen, ja, das war's jetzt mit Raft, oder wir bauen halt fröhlich irgend so einen Kram vor uns hin. Ist doch endgeil. Und reden dabei den üblichen Müll. Dass wir uns irgendwelche Würstchen in den Mund stecken, dass der Opa an irgendwas, was gar nicht gibt, gestorben ist. Dauernd, bei dir hört man immer nur so eine Adermann-Frecki, die neue Mischung mit Zitronengeschmack. Die hätte ich jetzt gerne in meinem München. Das sind immer deine Worte. Adermann-Frecki. Frisch, spritzig, freckelig. Oh, ein Sturm zieht auf. Wir sollten uns zurückziehen für heute. Oh, vielleicht regnet es gleich. Komm schon, Regen. Guck mal, die Palme wächst ja hier regelrecht durch. Der Palmenkubus. Na, der Palmkubus. Mein Großvater ist in dem Palmkubus gestorben. Kalmpubus. Mein Großvater Kalle Kubus ist am Palmkubus gestorben. Kalle Kubus ist am Palmkubus gestorben. Ja, die Insel haben wir jetzt aber echt... Nein, wir bewegen uns schon. Wir bewegen uns hier langsam, weil das Raft einfach so gigantisch groß ist. Und wir stecken mitten im Tornado... Aber wir sind im Auge des Sturms. Bewegen wir uns gerade wieder auf die Insel zu? Ich glaube, wir bewegen uns nur so ein Stück nach vorne und wieder ein Stück zurück. Eine große Flasche Klosterpiss oder so. Klosterpiss, Melissenschweiß? Ja. Mönchpiss. Nonnen haben mir in die Flasche geschwitzt und ich trinke es. Deswegen bin ich so frisch und jugendlich. Nonnenschwitz. Eine große Flasche Nonnenschwitz. Jetzt auch mit Schrittgeschmack. Klosterschweiß, Melissen. Melissenmais. Klosterschweiß, Melissenmais? Wenn dir eine Nonne in die Flasche schwitzt. So, dann ist die Folge wieder vorbei. Wir bauen den mega krassen Super Tower. Ja, Regen für die Tiere ist es gut. Nicht wahr, Lama? Erfreue dich am Nass. Ich wälze mich jetzt mit den Tieren im Schlamm. Okay, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir die Folge beenden können. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, das neue Update. Wir werden immer angefüttert. Es wird kommen. Und dann wird es auch wieder super krank. Aber dann haben wir das ultimative Raft. Das beste Raft der Welt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wiedersehen.